Moin ihr Lunken, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe wieder ein Gewinnspiel bei meinem Partner Instant Gaming für euch. Ihr könnt wieder ein Spiel oder Guthaben eurer Wahl gewinnen. Link ganz oben in der Videobeschreibung, der bleibt auch immer gleich. Wir machen das regelmäßig zweimal im Monat, deshalb lohnt es sich einen Account zu machen. Und den Link könntet ihr rein theoretisch, wenn ihr wollt, auch abspeichern. Der letzte von euch hat einfach auf Leckermäulchen Final Fantasy 7 Integrate PC Update gewonnen. Für einen Fuffi hat sich auf jeden Fall gelohnt, deshalb macht ihr auch gerne immer mit. Einfach hier eintragen, das Gewinnspiel eurer Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal wieder hier God of War. Ja, komm, ein 30er. Ganz gut. Teilnehmen, den Aal. Und das war's schon. Ihr braucht nur einen kostenlosen Instant Gaming Account. Den erstellt euch einmal, dann könnt ihr immer dran teilnehmen. Und dann, ne, ihr seht den Timer, wird einer von euch ausgelost und ihr kriegt das Spiel direkt in eure Bibliothek. Auch an sich lohnt sich mal Instant Gaming auszuchecken, weil es da wirklich viele Games stark reduziert gibt und auch ja, Guthaben immer so 10-15% billiger ist. Von daher, über den Link supportet ihr mich auch. Gruß geht raus. Viel Spaß euch jetzt beim Video. Neues Hugo-Video. Bin ich tatsächlich ausnahmsweise mal spät dran. Interessiert, glaube ich, niemanden von euch. Cut in der Augenbraue, Miemauer. Bei mir geht nichts, Jungs. Wirklich. Bei mir, muss wirklich sagen, bei mir geht gar nichts. So texttechnisch. Weiß ich. Noch mal ein bisschen Druck machen. Donowall, perfekt. Danke euch. Ah, noch eine Donowall, perfekt. Ah, ich bin die ganze Zeit gemutet, Digga, man kennt ihn. Oh, was? Schon jedem mindestens 10-mal passiert. Nicht nur einmal, 10-mal. Ich sag Donowall, die reden nicht mit mir, Digga. Oh, das ist geil. Da gehen die Grüße raus an den Hugo. Das sehen wir in 48 Stunden im Video. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Tinder Gold gekauft hab 2020 und Superboost. Ich hab einfach bei Tinder immer geboostet, weil sich niemand bei mir gemeldet hat. Ich hab für 5 Euro geboostet und eine Person meldet sich. Hey, bist du da zum Mund? Der Typ sieht halt einfach nicht überdurchschnittlich gut aus. Oder hat vielleicht sogar unvorteilhafte Fotos. Mr. Lover, Lover, Lover. Mann, ich bin... Ja, Tanzi hatte echt so eine Phase, da hat er auch echt viel in die Richtung getweetet, mimietet. Da war er schon echt auf der Pirsch, auf der Lauer, auf der Mauer. Hat man mitbekommen. Horny, willst du nicht rüberkommen? Ja, genau! Alle sagen immer, ich bin der Sidekick, aber wenn ich mal Trikeside Channel übernehme, dann sind alle wegen mir da. Er ist echt der Undercover-Sidekick. Wodka O und du bist froh und hängst selten über dem Klo. Digga, wirklich, für den Spruch kriegt einfach das Hugo-Video ein Dislike, Digga. Sag dir mal ein weiser Mann. Kann ich auch so bestätigen. Das ist Scheiße. Oh, Cristiano. Ja. 3 Tage davor, oder ein Tag oder 2 Tage davor, war die Beziehung zu meiner Freundin damals, die 6-Jährige. Mike, schaut. Das knallt mir immer so. Ich deine Mom. Ah, und? Gute Nacht. Scheiße, Digga. Chef-Strobel-Jokes, Residence-Lieber, kritischer Hase, cringe, ziemliche, nicht so geil witzendere Nase. Digga, der King ist ja auch nochmal mega. Verlosen! Okay, Leute, wir machen eine Verlosung. Wir machen eine Verlosung. Ausrufezeichen, Giveaway, wir verlosen einen Bann. Für nur einen Zuschauer, nur einer kann gewinnen. Ich komm den Müll noch kurz, dass ich gleich weitermachen kann, ne? Hier habe ich noch Altpapier. Ja, das muss ich in den Altpapiercontainer bringen, ne? Das muss ich vom Plastik trennen. Das muss jetzt Altpapier. Warum lachst du da so? Das ist dummer. Das ist eine Psychose, hast du, Junge. Wenn du später gehst, kannst du den Müll drunter nehmen. Fühl ich feier! So, jetzt mache ich hier so den Greenscreen davor. Und schwupps, ist der komplette Müll verschwunden. Und so kriegt man total Ärger von der Freundin. Das so sieht gut aus, finde ich. Wer hat das denn gesagt? Keiner. Digga, also wirklich, ey. Das ist Content, den will ich von Max sehen, verdammt. Was soll das? Bro, Max ist schon ein guter Hopsnehmer. Retour. Ein anderes Wort für Chef Strobel. Loser. Findet ihr, ich habe eine große Stirn? Ich glaube, jeder hat eine große Stirn, wenn man die Haare so hoch macht, Digga. Halbglatze, seid ihr dumm? Ich habe keinen Haarausfall, was soll das? Die Geheimratsecken des Todes, wollt ihr mich verarschen? Digga, bin ich Chef Strobel oder was? Sehr bockig gerade auf das Obst habe, ne? Wenn ihr mich irgendwo mal sehen solltet, kauft mir bitte Obst. Schenkt mir nichts, aber Obst geht immer fit. Wann macht der Laden hier wieder auf? Oh, da ist jemand drin! Oh, hello, yeah. Wie ist
kann mir vorstellen, dass das gleich ganz fett macht, bis auf die Stimme. Frankenstein beim Friseur. Ja, fang einfach an, Bruder. Alles gut. Oh. Sterling, nice. Der ist, glaube ich, ganz gut, oder? Costa Quanta-Chat. Nochmal so ein Cut in die Augen rauen. Was für ein Cut in die Augen rauen? Erstmal ein 12-Jähriger. Butzer macht das, ehrlich? Ich bin ein echter Gangster. Du machst einfach einen Strich dann da rein, oder was? Ja, von mir aus kann man ja einfach machen. Vielleicht sehe ich dadurch ja besser aus, Digga. Ich weiß jetzt schon, dass das Scheiße ist, Digga. Zeig Auge. Digga, ist ja voll dumm. Ich muss mich erstmal befreien von Arm. Digga, kennt ihr das, was er da in der Hand hat, Chat? Falls ihr das nicht wisst, was das ist so ein Dyson-Handstaubsauger. Der kostet zwischen 600 und 1000 Euro, je nachdem, welche Aufsätze du dazu bestellst. Also kostet das Ding wieder mehr als unser ganzes verdammtes Leben, Digga. Scheiße, Digga. Bei meinem Instagram-Account Scheiße gelaufen. Eigentlich in den DMs. Ich hab einmal reingeschaut, was da so geschrieben wird. Ismail schreibt, abgehobener Bastard-Hutensohn. Dann schreib ich, halt's Maul, du Hutensohn. Seitdem nie wieder was gehört. Und das war's dann auch in den Instagram-DMs mit mir. Da gehe ich nicht mehr rein. Das ist mein... Und damit warst du bei mir die Woche drauf beim Grillen, du Arschloch. Genau mit dem Ding drauf. Jetzt werde ich aber sauer, Adam. Ich scheue ohne Scheiß. Mit dem verrotzten, verkeimten Ding bist du die Woche drauf zu mir ins Haus gewackelt. Und ich den hier. Ich zeige, was ich gemacht habe. Was habe ich gemacht? Was war bei mir los? Es ist eine Schande, ist das. Hier, einander. Hey, ja. Es ist auf jeden Fall die letzte Woche, in der wir diese angesammelten, von Monte zugefurzten Mikrofon-Oberteile haben. Trimax schaut gerade zu, wieso installiert sein Spiel noch, oder was? Grüße an Trimax und seine Community. Hallo Monte, jetzt sitze ich hier als Einziger. Ich bin gefühlt der einzige deutsche Creator auf der schwarzen Liste. So ein Scheiß. Nächstes Mal überlegen, was man sagt. Nein, werde mich EA nicht beugen. Ich sitze ja noch in 10 Jahren und sag, dass das für ein Scam ist. Scheiß auf EA, leck mich. Drecksscheiß. Entschuldige dich doch einfach bei EA. Ja, also ich soll ein Video hochladen. Aber 40k verziehen, 7 Tage am Stück. Kritischer Hase, Doppelmoral 88 Nase. Ja, wo ich sag, es ist doch kein sag ich. Scam, aber das mache ich nicht. Weil das wäre einfach nur gelogen. Ich habe 35.000 Euro fürs letzte Spiel ausgegeben, die sind weg. Monte ist aktive F***-Ecke. Bin ich hier richtig? Ich hab hier schon was gezogen. Max, R9? Ich bin noch nicht im Spiel, du Sch***-Assi. Warum bist du nicht im Spiel? Warum bin ich denn nur auf der super schwarzen Liste von EA? Bist du noch nicht drin? Ich, Digga, bist du bescheuert? Willkommen zum allerersten FIFA 23 Pack Opening. Walkout! Jetzt ist es soweit. Ich hab die Kohle! Brasilien! Für nur 9.300 Euro. Holy shit. Weil wenn ich nur 1000 Euro am Tag ausgeben kann, dann bin ich ja hier in einem Monat noch nicht fertig. Wenn PayPal ein Limit hat von 1000 Euro am Tag, wie hat dann irgendein Teenager 56.000 Euro von dem PayPal-Konto der Mom abgezogen? Seine Tipps bräuchte ich, Alter. Die braucht genau die PayPal-Einstellungen. Max, hast du schon ein Spiel gemacht? Ein Spiel? Was fragst du, wenn du die Antwort weißt? Warum fragst du es, wenn du die Antwort schon... Ich hasse so Leute. Ich ziehe jetzt so Packs bis Januar und dann lösche ich das Spiel. Oh mein Gott, ich hab die Kohle! Italien! Italien! Ich geh pennen. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Ey, Chat, das wäre doch, Digga. Das ist bei mir unmöglich. Wir waren für 10.000 Bits, darfst du einen Sound machen. Wo stelle ich das dann ein? Ah, hier, dankeschön. Installieren. Konfigurieren. Sass. Ihr wolltet das, ihr kleinen Wichser. Oh, 5400 Points habe ich noch. Ey, Diggi, ich bin nicht für Horror-Games anfällig. Ganz viele Jumpscares. Was dir aber ja zum Glück nicht ausmacht. Ne, überhaupt nicht. Aha! Das ist wirklich heute eine riesen Chance. Ihr wisst es, das ist unser Stadion. Nasser, wem gehört das Stadion? Ja. Und nochmal, wem gehört das Stadion? Uns! Ja! Flitzer. Boah, Chat, lass uns mal ganz kurz unter die Bedachung. Ach, leck mich doch am Arsch. Du hast schon Pogba.
Wäre so geil gewesen, wäre da jetzt so ein Fortnite-Lebensbalken. Das wäre einfach so das Schild und das Leben weg. Gezogen, ne? Aber der ist nicht mehr in seiner Prime. Ja, genau. Ja, Pogba ist leider... Pogba ist... War das hier so ein Sound? Nee, ne? War das so ein Sound, den gerade einer eingefügt hat? Das ist bodenlos von euch. Wenn man nur Packs öffnen kann, halt deine Fresse, du so im Chat. Sagst du, wer du bist. Hab deine Mutter... Auch ab und zu mal wichtig, ne Mutterspruch. Da war ein bisschen Salz. Da war ein bisschen Salz am Start. Wahrscheinlich lief das wirklich. I'm a killer.